Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Zuhörer vom DJZ-Kanzelklatsch, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie versprochen, am letzten Mittwoch des Monats. Dieser Selbstverpflichtung haben wir uns letztes Mal unterworfen und mussten uns deswegen jetzt ein bisschen sputen und haben neben Markus als Dauergast und mir, dem Peter, als fast Dauergast des DJZ-Podcasts diesmal mal wieder eine neue Person, damit ihr nicht immer die gleichen Leute hört. Uns gegenüber sitzt Christian Schmidt. Herzlich willkommen, Christian. Vielen Dank, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Christian Schmidt ist Meuteführer, Hundezüchter und um welches Thema geht es heute? Es geht um Maisjagden. Christian, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz mal einmal vorstellen würdest, so ein bisschen was sagst zu deiner Vita, was du jagdlich machst und warum du hier eigentlich sitzt, warum wir dich eingeladen haben. Ja, danke. Ich bin, wie gesagt, Hundeführer mit einer kleinen Meute. Mache ich seit 12, 13 Jahren ungefähr hier in der Umgebung, Rhein-Lahn-Kreis, aber auch deutschlandweit fast ab und zu, ne? Und heute geht es um Maisjagd. Wie viel, sag mal, warst du in deiner Meute? Wie viel Hunde hast du und was für Hunde? Hauptsächlich deutsche Jagdterrier, insgesamt 7 Stück, haben wir eben schon durchgezählt. Wie heißen Wenn man die? Zählen muss, hat man genug. Wie heißen die? Kannst du die aufzählen mal eben? Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber sie haben alle Namen, oder? Ja, okay. Nein, es sind alles Hunde mit Papieren und mit Prüfungen auch, ne? Mhm. Und also keine jetzt hier so wilde Truppe da. Ne? Mhm. ich züchte auch deutsche Jagdterrier. Und da ich relativ viel Maisjagden mache, habt ihr gedacht, das wäre eine gute Idee, mich einzuladen? So ist das. Ja, also vielleicht für die Zuhörer nochmal. Es gibt natürlich Leute, die noch mehr Maisjagden machen. Wir hier im Taunus, wo wir sind, gibt es nicht allzu viel Mais. Aber es war jetzt nicht möglich, in der Kürze der Zeit jemanden zu bekommen, der das fast ausschließlich macht, beziehungsweise in einer Gegend wohnt, wo wahnsinnig viel Mais angebaut wird. Aber Christian hat hier für unsere Gegend hat er relativ viel Erfahrung mit Maisjagden. Deswegen haben wir ihn hier eingeladen. Und Markus, wo sollen wir anfangen? Beim Thema Sicherheit, beim Thema Hundeeinsatz, beim Thema Jagdplanung, was meinst du? Ja, ich glaube, jeder hat ja schon mal Erfahrung mit Maisjagden gemacht. Der Christian noch viel mehr als wir. Du in der Funktion als Hundeführer. Ich Mais, weil ich keinen Hund führe, in der Funktion als Schütze oder halt bei uns im Revier als Ausrichtender, der halt anstellt und versucht, Schaden abzuwenden. Ich glaube, das ist ja auch die Intention, warum man Maisjagden macht. Und eins vorweg, sagst du was zu deinem Stimmbruch? Nein, ich befinde mich mit meinen 35 Jahren nicht im Stimmbruch, aber ich bin erkältet, wie man hört. Auch in Zeiten von Corona gibt es noch ganz normale Erkältungen, man mag es kaum glauben, ist aber tatsächlich so. Nee, aber was ich eingangs eigentlich sagen wollte noch, ich in meiner Funktion als Schützen habe ich teils abenteuerliche Maisjagden mitgemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, daran nicht teilzunehmen, tue ich das häufig. Also ich bin da nicht wirklich scharf drauf, weil es wirklich oft, wenn man die Reviere nicht kennt, und ich will da wirklich keinem was unterstellen, aber zum Teil sind das Hauruck-Aktionen, die innerhalb weniger Minuten geplant werden, wenn sie denn überhaupt geplant werden. Und das ist saugefährlich, das muss man ganz einfach so sagen. Deswegen bin ich froh, dass wir uns diesem Thema heute mal annehmen können, worauf man achten muss, was dabei wichtig ist und so weiter. Und da würde ich an dich nochmal zurückgeben. Ja, also ich würde mal beim Thema Sicherheit direkt bleiben, weil das, glaube ich, wirklich ein Riesenthema ist bei diesen Maisjachten. Und Christian, wie siehst du denn das mit der Sicherheit? Ist das für dich irgendwie ein Riesenaspekt? Hast du vielleicht auch schon Jachten abgesagt, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast in bestimmten Revieren? Oder siehst du dann Sicherheitsrisiko auch für deine Hunde, für Mensch, für die Jäger, für dich selbst? Ja. Also auf jeden Fall habe ich auch die letzten Jahre da Reviere aussortiert,
wo es einfach sicherheitstechnisch gar nicht ging, ne? Wo in den Mais geschossen wird, wo dann Schützen mit durchgehen im Mais, die dann im Mais da schießen. Ne? Also wie du schon sagst, abenteuerliche Geschichten da und das ist mir dann doch... Das ist ja schier unglaublich. Also kann man ja sich kaum vorstellen, dass jemand dann im Mais da im Dschungel, also ich weiß nicht, ob alle Zuhörer schon mal im Mais drin waren, aber wer schon mal drin war, weiß eigentlich, dass es eine grüne Wand ist und man nicht weit gucken kann. Ja. Also wie man da überhaupt schießen kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Es sei denn, man schießt jetzt wirklich auf Kurzdistanz da ein angeflicktes Stück. Und selbst da ist es wahrscheinlich und selbst das schwierig, ist noch heikel. Ne? Ich meine, wir sind hier im Taunus, hier ist überall steinig. Ne? Mhm. Und da hast du, selbst wenn du fast gerade vor dir in den Boden schießt, kannst du immer noch einen Abpraller haben. Ne? Mhm. Und du siehst in so einem Mais, wenn da ein Hund oder ein anderer Treiber da vier Reihen weiter ist und du bist da, sag ich mal, abgelenkt, weil da eine Sau kommt, ne? Dann hast du den nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Mhm. Siehst du der Problem bei der Jagdleitung dann eher oder bei den Schützen, die sich dann nicht unter Kontrolle haben? Das ist vielleicht unterschiedlich. Ich würde mal, wenn ich jetzt da hinkomme, ne, als Hundeführer, dann es ist wirklich oft so, dass so Maisjachten einfach schlecht bis eigentlich überhaupt nicht organisiert sind. Und dann frage ich mich da immer, warum ist das so? Ne? Ich meine, man sieht ja eigentlich im Mai schon, dass da Mais ist. Ne? Mhm. Also jeder, der Augen im Kopf hat und durchs Revier fährt, der sieht ja auch dann im Mai, oh, hier ist Mais. Ne? Ja, ja. Und wer weiß auch, dass man Schweine da hat. Ne? Und dann plötzlich Ende August, oh, Schweine im Mais. Kann ja gar nicht sein. Wie kommt das denn auf einmal zustande? Ne? Wieso macht man sich dann nicht vorher schon einen Plan, wo die Schützen hin können? Oder wenn das Getreide rundherum abgeerntet ist, wieso kommen dann nicht schon mal ein paar Drückjagdböcke hin oder was? Wenn man genau weiß, da passiert irgendwas, ne? Mhm. Aber es ist so, der Mais ist dann immer, das muss, Schweine im Mais, da müssen wir heute Mittag und dann wird da, keiner ist für was verantwortlich, so richtig, ne? Die Straßen nicht abgesperrt und was da so alles dann ist, ne? Eins muss man mal festhalten, was du gerade schon sagst, ich möchte das einfach nur ergänzen. Eine Maisjacht ist im Prinzip nichts anderes als eine Drückjacht. Ja. Das ist genau, die muss genauso organisiert werden, die hat vielleicht nicht genauso einen langen Vorlauf, wobei, wenn du sagst, ich sehe ja im Mai, wo der Mais gelegt wird, das heißt, eigentlich habe ich schon genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wo im Juli oder August oder September die Sauen zu Schaden gehen, aber ich weiß, wo meine Schläge sind und ich kann mich grob schon mal darauf vorbereiten. Und dazu gehört es halt genauso wie bei einer Drückjacht auch, ich muss Stände haben. Die Schützen haben feste Stände, die sie nicht verlassen. Wenn es geht, sind das Drückjagdböcke. Ich glaube, MacPom ist das einzige Bundesland, was das vorschreibt, Drückjagdböcke für die Schützen zu haben. Aus meiner Sicht super, weil erhöht den Kugelfang, erhöht die Übersicht, ist einfach gut. Ist aber leider die Seltenheit. Muss man knallhart. Ja, also aus meiner Sicht, oder? Ja, ich sehe das genauso wie du. Es ist absolut vergleichbar. Es ist natürlich kein Schüsseltreiben mit da dran und es ist jetzt keine Jagd, die mit langem Vorlauf geplant wird und wo Einladungen rausgeschickt werden. Aber vom Prinzip her, das, was da gemacht wird, in Gemeinschaft gejagt, mit scharfer Munition geschossen, auf Hochwild, es ist exakt dasselbe. Und es ist wirklich eine absolute Ausnahme, dass man Drückjagdböcke findet auf solchen Jagden. Und ich meine, auf der Drückjagd ist es ja auch so. Da wird auch von den meisten Jagdherren dafür gesorgt, dass Drückjagdböcke da sind. Außer im jetzt sehr kopierten Gelände, sagen wir mal. Hier im Taunus ist oft der Fall, wenn du Gegenhang hast. Klar, da kannst du auch mal einen Stand am Boden organisieren. Das ist kein Thema. Aber auf dem Feld ist das ja eher selten der Fall. Ne? Und zumal das ja noch eine sehr, sehr auf einer kleinen Fläche passiert, sag ich mal. Ja? Also ein Treiben jetzt bei einer Drückjagd ist ja oft dann 100 Hektar, 200, 300 Hektar groß. So, das Treiben im Mais, wie groß ist das? Wenige Hektar, teilweise keine 10 Hektar, also weit unter 10 Hektar. Ja, da und dann kommen da, wie viele Jäger nehmen da teil, in welchem Abstand stehen die? Das ist schon abenteuerlich, ne? Ja, ja. Aber Christian, erzähl doch mal, was denn, mich würde interessieren, so deine negativste Erfahrung, du sicherheitstechnisch da auf so einer Jacht gemacht hast. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, das war tatsächlich, wo dann, sag ich mal, der Nachbar Treiber auf einmal da unvermittelt mitten im Mais geschossen hat. Ne? In deine Richtung oder? Ja, das weiß ich also nicht, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber da zuckst du schon ganz schön zusammen. Ne? Ja, ja.
Also du hast ja. einfach, der war, du weißt, der ja. war ein paar Meter neben dir und da hat er einfach plötzlich Hat auch schon ja. mal eine Innenmais geschossen, ne, weil durch die Reihe ein Schwein auf ihn zukam, ne, und wir sind da, waren vielleicht noch 50 Meter weg mit der Treiberkette, sage ich jetzt mal, im Mais. Ne. Und selbst wenn der jetzt einen Meter vor sich geschossen hat, ne, trotzdem, das sind so Sachen, die gehen gar nicht. Ne. Aber jetzt haben wir genug von negativen Beispielen geredet. Jetzt wollen wir dazu. Wie macht man es richtig? Genau, lass es konstruktiv sein, ja. Peter, wie würdest du so eine Maisjacht planen? Ja, also ich finde, dass Christian echt ein super Stichwort geliefert hat mit dem Mai, wo der Mais gelegt wird, wo du eigentlich schon genau weißt, da habe ich eine potenzielle Schadfläche. Du musst natürlich sehen, ein Riesenfaktor ist, wie groß ist dieser Maisschlag? Wie viel Mais wird überhaupt in meinem Revier angebaut? Wenn ich jetzt ein Revier habe, irgendwo in Niedersachsen, wo das halbe Revier mit Maisschlägen voll steht und die dann 5 oder 10 Hektar groß sind oder teilweise 20 Hektar groß sind, ist natürlich ein ganz anderer Schnack als jetzt wie bei uns, wo so ein Schlag mal einen Hektar hat oder 2 Hektar und der relativ alleine steht, isoliert steht, weil wir überwiegend hier Weizen anbauen und Gerste und was auch immer. Sowas kannst du natürlich viel besser planen als so ein Riesenschlag. Das sollte man dabei erstmal bedenken. Aber dann, wenn du einen Schlag hast, wo du sagst, da ist, da gehen die Sauen auf jeden Fall rein oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, musst du dir das Gelände genau angucken und dir überlegen, wo kannst du da Drückjagdböcke hinstellen, wann. Du musst es natürlich mit dem Landwirt absprechen vorher. Du kannst es natürlich nicht vor der Ernte dann da hinstellen. Die Äcker müssen natürlich dann so präpariert sein, dass der Landwirt sein Okay gibt. Das musst du vorher mit dem absprechen. Aber die Plätze für die Drückjagdböcke, die kannst du dir natürlich schon vorher überlegen. Und da ist es ja nichts anderes wie bei einer Drückjagd auch. Da überlegst du, wo es sinnvoll ist, wo du Kugelfang hast, wo sich die Jäger gegenseitig möglichst wenig gefährden können mit ihren Schüssen. Schussbereiche müssen dementsprechend abgesteckt sein, dass in die Richtung nicht geschossen wird. Und was, glaube ich, auch ein Riesenthema ist, was bei diesen Jachten echt vergessen wird oder missachtet wird, dass man auch Fernwechsel abstellt, ne? Und nicht immer nur direkt am Mais. Wird auch meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt. Ne? Also wenn Maisjagd ist, dann stehen die Schützen meistens mit dem Hintern zum Mais, alle da in der Reihe. Ne? Aber dass dann wirklich auch mal Fernwechsel abgestellt werden. Ne? Also Fernwechsel haben ja viele Vorteile. Und du kannst auch sagen, im Prinzip könntest du es am Mais, je nachdem wie der Größe des Maisschlages, aber du könntest es dort eigentlich mit sehr, sehr wenigen Schützen belassen. Ich sag mal so, pro Flanke vielleicht ein Schütze. Und dann, wenn diese Fernwechsel sinnvollerweise abzusetzen sind, du kannst ja sagen, eine Sau flüchtet natürlich dann in die nächstgelegene Deckung, die wird sie in der Regel annehmen. So, und dann kannst du da den nächsten Schützen postieren. Das hat einen riesen Vorteil, dass der natürlich in der Regel dann so eine 360-Grad-Sicht hat, wo er schießen kann, ohne jemand anders zu gefährden. Das ist der große Vorteil dabei. Ne? Und was man auch sagen muss, wenn die Sauen nur wirklich den Mais verlassen, unter großem Druck, dem sie da ausgesetzt sind, dann geben die Vollgas. Ne? Dann kommen die da rausgespritzt und dann noch einen sicheren Schuss. Der ist dann sowieso, der Schusswinkel ist schon schwierig, ja, weil man ja nicht direkt schießt, um den Nachbarschützen zu gefährden, sondern man muss die Sau erstmal rauskommen lassen. Dann sind die Sauen teilweise noch verschachtelt. So, dann hast du einen schlechten Schusswinkel. Also das ist alles nicht so optimal. Weiter weg vom Mais ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Da sollten viel mehr Leute Gebrauch von machen. Aber ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen. Was ist euch aufgefallen, was man noch bei der Planung mit einbeziehen sollte? Was ich auch immer schwierig finde, Maisjachten sind ja sehr häufig sehr spontan. Also ich sehe, heute sind die Sauen da drin, da muss ich zeitnah versuchen einzugreifen, damit der Schaden nicht ausufert. Und ich habe es oft erlebt, dass ein Problem ist, einfach die Schützen zusammenzukriegen. Und dann können zwei Extreme vorkommen. Ich stehe alleine da, dann kann ich mir die ganze Geschichte aussparen. Oder da stehen auf einmal 15 Mann, weil alle kommen, die ich angerufen habe. Und dann habe ich an jeder Flanke 4 oder so, wie du eben gesagt hast. Und das ist saugefährlich. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich glaube, das probateste Mittel ist wahrscheinlich da eine relativ konstante Truppe zu haben. Weil es sind ja auch bei Drückjachten häufig dieselben Leute, die immer dabei sind. Und wo man auch weiß, das sind routinierte Leute, routinierte Schützen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe immer ein gutes Gefühl dabei, wenn ich die Leute kenne, weil dann weiß ich, mit wem ich gerade jage, kann alle einschätzen und weiß auch, heute ist alles gut, ich fühle mich dabei auch gut. Hm. Du willst ja auch gute Schützen haben, ne? Das ist ja auch mal so diese Sache, ne? Ein paar gute Schützen können dann vielleicht nicht und dann kommt die B-Variante, sage ich mal, von Leuten, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben und nicht so gut schießen.
Und dann hast du da ja, irgendwelche Leute am Mais, die du eigentlich gar nicht so gerne haben würdest, aber du musst es trotzdem machen, die Jagd. Ne? Aber Christian, ich habe mal eine Frage an dich als Hundeführer, weil das ist nämlich auch ein Problem häufig, was ich selber auch erlebe. Hundeführer anrufen bei Maisjagden, das ist ja alles sehr spontan. Ist das bei dir, dass du mit Vorlauf da dran gehst? Weißt du das, dass du vielleicht schon Maisjagden hast dieses Jahr, die sicher kommen werden? Sind das dieselben Reviere? Oder ist das auch auf Zuruf wie bei Schützen bei dir? Das ist sicherlich genauso wie bei den Schützen. Ne? Also das ist auch jedes Jahr ganz unterschiedlich. Es hat ja natürlich jedes Jahr, sag ich mal, ein Revier nicht jedes Jahr gleich viel Mais oder an den gleichen Stellen. Ne? Manchmal ist er vielleicht am Waldrand, manchmal ist er mitten irgendwo im Revier, wo die Sauen gar nicht so hingehen. Und von daher ist das eher so wie bei den Schützen auch. Ne? Die sehen, da sind Schweine drin und dann werde ich da genauso angerufen wie die Schützen auch kurzfristig. Ne? Und gut, aber ich sag mal, es ist jedes Jahr, sag ich mal so ab jetzt ungefähr, ab die Zeit, so Ende August, ne? 15. 20. August, je nach Jahr, dieses Jahr vielleicht ein bisschen später, dass das da losgeht. Ne? Und dann, sag ich mal, hast du dein Zeug schon so ein bisschen parat, Westen und GPS-Geräte und sowas, ne? Hundeanhänger. Und ja, dann kann es auch kurzfristig losgehen, wenn man einen passenden Termin da findet. Ne? Das ist nicht das Problem. Ne? Das Problem ist dann, wie gesagt, eher, dass dann die Vorbereitung da in den Revieren dann viele Sachen halt nicht gemacht werden, die für eine Drückjagd dann eigentlich fest geplant sind und fest gemacht werden. Straßen absperren und auch zum Beispiel den Nachbarn Bescheid sagen, ne? Oder, also zum Beispiel den Nachbarrevieren. Und dann auch, was auch oft dann ein Problem ist, da kommst du da hin und dann ist da ein Maisschlauch und daneben ist eine Pferdekoppel, wo die Pferde draufstehen. Das sind dann so Sachen, weißt du, da habe ich dann kein gutes Gefühl dabei. Ne? Ich habe schon die Sauen überall durch Rasen sehen, auch durch fest eingezäunte Gärten und keine Ahnung was. Und dann hast du nebendran dann Tiere auf der Weide stehen, ne? Und dann vielleicht noch Pferde, die vielleicht beim Schuss schon den Abgang da machen. Also ich sag mal, es sollte bei einer Drückjagd und auch bei einer Maisjagd Standard sein, dass man die im näheren Umkreis, sag ich mal, die Leute, die da Tiere auf der Weide haben oder irgendwas, dass man die mal informiert. Ne? Das, ich bin auch schon mitten im Treiben an einem Reiterhof vorbeigekommen. Da waren die fünfjährigen Kinder da auf dem Gaul die Reitstunde am machen. Ne? Das fand ich jetzt nicht so günstig. Also, dann bist du denn mittlerweile nach diesen Erfahrungen, die du schon so gesammelt hast, so weit, dass du so Checkliste eigentlich abfragst bei den Leuten, wenn sie dich anrufen? Dass du sagst, wie sieht das denn aus? Habt ihr dies und das abgeklärt? Was ist da in der Nähe? Ist das und das gegeben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was ich dann immer sage, hier Straße und so, ne, dass da vernünftig abgesperrt wird. Ich meine, das ist ja schon so gefährlich genug, ne, wenn du an Sauen da arbeitest. Aber mit der Straße, das ist halt unheimlich ärgerlich. Und da gab es auch schon Verluste und Verletzungen. Ne? Hm. Und das finde ich schon immer ein bisschen unnötig. Ne? Und ja, dann kommt man gleich zum nächsten Punkt. Das geht natürlich dann auch ins Geld. Ne? Das ist in letzter Zeit so ein zunehmendes Problem. Ne? Die Tierärzte, die sind nicht günstiger geworden die letzten Jahre. Ne? Und so ein Hund an sich und die ganzen Kosten drumherum, die sind auch nicht günstiger geworden. Und dann, dann denken die, machen wir mal schnell eine Maisjagd und am Schluss stehen ein paar tausend Euro auf der Rechnung. Und dann gibt es große Augen. Ne? Sind deine Hunde denn versichert? Also ich mache prinzipiell so, dass der Veranstalter die Hunde versichert. Okay. Das checkst du dann vorher so ab, du wirst Tagesversicherung. Ja. Und, okay. Ne, wobei. Geht das denn so kurzfristig? Weil wir haben mal gesagt, das ist spontan. Das ist kein Problem. Das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Also da kannst du morgens wenn du um 10 Uhr anfängst, kannst du um 9 Uhr noch deine Hundeliste hinfaxen. Und dann ist das Ding fest. Ne? Was kostet das so pro Hund? Also, soweit ich weiß, kostet die Versicherung so um die 15 Euro pro Hund. Pro Tag dann? Oder? Für den einen Tag, ja. Und das sind natürlich aber auch nur, kannst du dir dann aussuchen, 750 Euro Verletzung und 1500 Euro Todesfall oder umgekehrt. Aber als Selbstbeteiligung? Nee, oder als Versicherungssumme. Ne? Aber die 750 ja Euro, also 750 Euro ist schnell. Reichen natürlich auch für beides nicht. Ne? Ja. Und selbst die 1500 Euro können auch schon knapp werden. Ne? Und das ist in letzter Zeit ein zunehmendes Problem. Ne? Ja gut, da muss der Pächter abwägen, ne? Zwischen
einigen hundert oder tausend Euro Wildschaden im Mais und den Kosten, die dadurch dann entstehen. Ne? Ich meine, im Verhältnis passiert vielleicht nicht oft was, aber irgendwann erwischt es wieder mal einen. Ne? Und jo, das, wenn du so einen Keiler da drin hast, der vielleicht angeschossen ist oder vielleicht so nicht raus will, und dann, ja, dann stehen ruckzuck paar tausend Euro da auf der Karte drauf. Ne? Weil du es gerade selber angesprochen hast, verhalten sich Sauen im Mais anders als, ich sag mal, in Anführungszeichen, normalen Drückjachten? Wie ist dein Eindruck? Ja, ein bisschen schon. Ne? Ich meine, wenn der Schlag mitten im Feld ist, die wissen natürlich schon, dass jetzt drumherum keine Deckung mehr ist. Ne? Das ist schon klar. Okay. Das heißt, du sagst, es ist gefährlicher? Also, viele sagen das ja, das wäre deutlich gefährlicher. Ich will jetzt nicht sagen, es kommt natürlich auch darauf an, mit was man vergleicht. Wir haben ja auch so hier schwieriges Gelände und Dickungen, wo sie nicht unbedingt raus müssen, wenn nicht wirklich Druck aufgebaut wird. Ne? Ja, ein bisschen vielleicht schon, aber ich würde das nicht jetzt da also übertreiben wollen mit dem Unterschied. Okay. Aber du meinst, es ist schon so, dass die Sauen dort mehr Druck brauchen, teilweise, als in den normalen Brombeerdickungen oder Buchenrauschen oder wo auch immer, um zu rücken. Ja, ich meine, wenn natürlich irgendwo im absoluten Hochwald da eine super Dickung ist, dann wissen die auch, dass drumherum nicht dicht ist. Ne? Mhm. Aber im Mais, wenn der Mais mitten im Feld ist und es ist abgeerntet, dann ist das nochmal vielleicht nochmal ein Ticken anders. Ja, aber ist natürlich irgendwie, auf der einen Seite brauchen sie mehr Druck, das heißt, du brauchst Hunde, wo der DJT sicherlich dazu zählt, die da ein bisschen härter rangehen. Auf der anderen Seite birgt das natürlich dann direkt noch ein größeres Risiko. Nicht nur das schärfer rangehen, sondern eben auch dieser mangelnde Rückewille. Das ist natürlich dann eine Kombination, die oft zu Verletzungen führt. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich sag mal, die Hunde haben natürlich auch ein bisschen die Erfahrung, ne? Also es sind mehr Verletzungen durch Straßenverkehr wahrscheinlich wie durch Sauen im Endeffekt. Ne? Hm. Also habt ihr jetzt keine Statistik geführt, aber gefühlt ist das so. Hm. Setzt du all deine Hunde im Mais ein? Oder ist das, oder was sagst du denn zu den ganzen Größen? Weil da gibt es ja auch immer viel Diskussion. Große Hunde können nicht so gut weg, sind häufig zu schnell. Also Terrier sind ja tendenziell kleiner und auch haben eine gewisse Schärfe. Was ist da eine Eigenschaft, die ein Hund braucht, dass du ihn da einsetzen würdest? Also im Mais würde ich das mit dem Größenunterschied da gar nicht so wichtig sehen wie jetzt in den Brombeeren. Ne? Also ich habe ja auch einen Drahthaar, früher hatte ich ja noch einen Weimaraner. Und das mit der Größe, also da sehe ich kein Problem jetzt im Mais. Ne? Okay. Da ist ja eigentlich relativ viel Platz, wenn du so willst. Ja, klar. Also mehr wie wenn jetzt da so eine Röhre in den Brombeeren drin ist. Ne? Ja, vor allem untenrum, ne? Wenn du immer auf alle Viere gehst im Mais, dann wird es plötzlich offener, sag ich mal. Ne? Also unsere Größe ist da eher behindernd. Also meistens ist der Mais hier noch, sag ich mal, in 75 cm Reihenabstand gesät, bei uns zumindest. Und das ist ja immer noch, hast du ja immer noch Platz dann. Ne? Mhm. Und kannst auch durch so eine Maisreihe immer noch mal ausweichen. Ne? Mhm. Das machst du ja in den Brombeeren, wenn du da in so einer Röhre drin bist, da weichst du ja nicht mehr aus. Dann. Also ich zumindest. Da heißt es zubeißen. Da ist die Röhre voll. Genau. Das heißt, du setzt alle deine Hunde im Mais ein, würdest alle deine Hunde im Mais. Ja. 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 Und wie siehst du das, wenn du jetzt zum Maisjachten kommst? Da kommen ja Hunde, die jagen auch alleine. Dann kommst du mit, ich sag mal, mehreren Hunden. Ist das für dich ein Problem? Oder sagst du lieber, ich mache das alleine, weil ich alle kenne im Mais? Oder wie funktioniert das? Ja. Was sagst du, ist der Optimalfall? Im Prinzip habe ich kein Problem mit anderen Hunden. Ne? Also so jetzt nicht, auf Anhieb. Und deine Hunde auch nicht? Meine Hunde auch nicht. Nee, da sag ich mal, wenn du so viele Jachten machst und dann da achte ich also auch drauf, auch züchterisch schon, dass die Hunde verträglich sind. Ne? Mhm. Und auch, sag ich mal, erzieherisch dann von klein auf, weil das kannst du ja gar nicht gebrauchen. Dann, wenn du dreimal die Woche da stehst, dann hast du dann da irgendwie eine Beißerei oder sonst was. Mhm. Und das geht gar nicht. Aber es ist natürlich so, manchmal hast du halt auch irgendeinen dabei, der meint, sein Hund, der müsste da unbedingt sich jetzt mal da lösen, ne? Aber der ist halt nicht so verträglich. Und
Jo, dann geht der Zauber halt los, ne? Manchmal hast du auch welche, die sind weitlaut oder kläffen dann die ganze Zeit herum. Das stört natürlich extrem da, ne? Ja, könnte bei dem einen oder anderen auch ja, ein bisschen mehr Vernunft einkehren da, aber das ist halt so. Gibt es denn nicht Mindest, sondern Höchstgröße am Schlag, wo du sagst, irgendwie jetzt lohnt es sich nicht mehr, jetzt ist es unmöglich, irgendwie die Sauen da rauszubekommen? Also wenn der Maisschlag meinetwegen Ja, 10 oder 20 Hektar hat? dann ich sag mal so bei Richtung 10 Hektar geht es langsam los und wird schwierig, ne? Ja. Also dann musst du wirklich überproportional viele Hunde auf einmal da reinstecken, damit, ich meine, das ist auch immer unterschiedlich, ne? Manchmal laufen die Sauen raus, wenn du die Autotür zuknallst, und Ja. manchmal wollen sie gar nicht, ne? Ja. Und ich sag mal, je größer der Schlag ist, desto schwieriger wird es natürlich, ne? Und dann irgendwann rentiert sich der Aufwand auch nicht mehr, würde ich sagen, mit den Hunden dann da, wenn der Schlag mal weit über 10 Hektar hat. Und dann kriegst du das, wenn du Pech hast, auch mit 20 Hunden immerhin. Gibt es da so eine Kennzahl, die du hast, ungefähr so pro Nö. Hektar brauchst du so viele Hunde? Oder setzt du Nee, grundsätzlich nee. alle 7 Terrier ein oder fängst du erstmal mit wenigen an? Ja, wenn der Schlag jetzt wirklich, sag ich mal, nicht so groß ist, nur so 2 bis 2, 3 Hektar, dann mache ich schon mal, dass ich mal ein oder zwei im Hänger lasse, und entweder brauche ich sie gar nicht, oder wenn die Sauen dann gar nicht wollen, dann, wenn die anderen dann abgearbeitet sind, dann lässt du nochmal einen Moment Ruhe da einkehren und dann schickst du die anderen zwei nochmal da rein. Ganz gemein. Mit vollen Akkus, ja. Die sind dann schon richtig heiß, weil sie die ganze Zeit im Hänger waren. Ja, die haben eh schlechte Laune, Ja, genau. klar. Müssen jetzt irgendwo auslassen, das ist klar. Ja. Ja. Aber irgendwann, ist klar, irgendwann hört das von der Größe her auf, ne? Wenn du wirklich da einen Schlag hast von 20 Hektar und die wollen nicht da raus, dann ist sowieso immer schon schwierig, wenn sie nicht sofort wollen und die sind viermal im Kreis gelaufen, dann wird es sehr schwierig dann, ne? Weil dann halt auch alles voller Witterung ist. Und dann brauchst du dann auch wirklich Hunde, die dann da weitersuchen und dranbleiben und so. Aber wenn der Mais dann so groß ist und das. Dann bräuchst du auf einmal 20, 30 Hunde. Und das ist dann natürlich schon ein enormer Aufwand, ne? Was hast du denn für eine Erfahrung gemacht mit Jagdherren, die dich dann kontaktieren und sagen, hier, wir haben Sauen im Mais, du musst kommen? Also wie sicher wissen die das eigentlich, dass da wirklich Sauen drin sind? Ist es oft nur eine Vermutung, dass du auf eine Vermutung da die Hunde reinschickst, oder ist das wirklich dann bestätigt durch was auch immer? Ich meine, heutzutage hast du natürlich oft so Drohneneinsatz, der wird immer populärer mit Wärmebilddrohnen, aber das machen natürlich viele Leute noch nicht, beziehungsweise ist ja auch eine sehr teure Geschichte. Ja. Also, ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wie wenn du jetzt Anfang des Jahres eine Drückjagd für Ende des Jahres planst, ne? Das muss man schon sagen, ne? Also, es klappt sicher nicht immer, dass sie dann auch drin sind, ne? Manchmal sind sie auch irgendwie dann nachts wieder raus oder morgens raus oder keine Ahnung, ne? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, muss ich sagen, die ist doch schon höher, wie wenn da an Termin X eine Drückjagd geplant wird und dann müssen die da drin sein. Ja, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du irgendwie kennst, wo man sagen kann, jetzt mal abgesehen von der Wärmebilddrohne, wo man dann sicher sagen kann, es sind Sauen drin? Oder gibt's so Sachen, wo du sagst, also ab der Größe von einem Schlag, also der ist zu klein, dass da Sauen drin sind? Gibt es sowas vielleicht? Nee, nee, das sind so Nee. kleine Schläge, sag ich mal, das werden normalerweise gar nicht so bewirtschaftet, wenn das Okay. mal kleiner wie deutlich kleiner wie ein halber Hektar ist und das steht dann da allein Ja, irgendwo, das macht ja nun mal nee, keiner, ne? nee. Dass man da extra hinfährt für Mais oder was. Also das und ja, ich sag mal, ein knapper Hektar reicht ja dicke für eine Rotte Sauen da, ne? Das heißt, du sagst dieses klassische Abfährten oder ich habe nachts angesessen, sehe die Sauen vielleicht sogar, die im Mais sind. Ist das für dich die Bestätigung und auch, dass da Sauen drin sind? Also, weil das ist ja das, warum der Jagdherr dich wahrscheinlich anruft. Der fährt morgens rum oder der Jagdaufseher und sieht, Mensch, hier ist ja frischer Schaden im Mais. Ja. Jetzt sehe ich auch noch vielleicht Fährten. Jetzt müssen wir Ja. probieren. Ja, Viel klar, ich sag mehr mal, Bestätigung wenn gibt es ja nicht. natürlich da im Mais und am Rand frisch gebrochen ist, ne, morgens dann und rundherum ist nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, ne? Okay. Wobei ich sagen muss, oft ist es ja so, dass der Mais eingezäunt ist
und dass sie dann halt drin sind und am Rand rundlaufen und dann siehst du es schon relativ eindeutig dann auf einmal, ne? Was sagst du eigentlich zum Thema Maiszäunen? Das ist jetzt so ein kleiner Sprung, weil da gibt es nämlich auch die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ich habe da auch meine ganz eigene. Aber bringt das was? Wenn man es richtig macht, sicher, ne? Nur der Aufwand ist Aufwand, ne? Was heißt denn richtig? 10 Litzen Das, übereinander, oder? nee, ich sag mal, also 3 Litzen würde ich schon sagen, dass das reicht, ne? Nur das Problem ist halt meistens, dass die Litzen nicht freigehalten werden, ne? Und wenn da 5 Grashalme dagegen hängen, dann ist der Saft weg, ne? Ja, das geht schnell, ja. Also das ist halt dann, da kannst du jeden Tag, kannst du da rundlaufen und kannst gucken, dass der Draht frei ist, ne? Und ja, aber dann, wenn du es gut machst, dann funktioniert es auch eigentlich ganz gut, ne? Vielleicht gehen sie da mal rein, aber dann kannst du ja eine Maisjagd machen und dann machst du dann den Strom wieder an am nächsten Tag und dann, jo, das hilft schon, ne? Also kann man nicht anders sagen, ne? Wenn es richtig gemacht ist. Was Aber sind denn deine Erfahrungen? wie du eben selbst gemacht hast. Meine Erfahrung ist dazu, und das ist das, was du eben gesagt hast, dieses dauerhafte Kontrollieren ist einfach Pflicht. Wenn ich Mais zäune, dann muss der A richtig aufgestellt sein, sprich 3-litzig oder 4-litzig. Da muss ordentlich Bums hinter sein. Und das heißt, ich muss den frei mähen unten drunter. Da darf kein. Und daran scheitert es meistens. Das ist einfach so. Vor allen Dingen, wenn ich mehrere Schläge habe. Häufig ist es ja auch so, zumindest ist es bei uns so, du hast ein Jahr, wo du ganz viel Raps hast, dann hast du ein Jahr, wo du ganz viel Mais hast und dann haben wir auf einmal 10 Schläge Mais. Und wenn du die alle zäunen müsstest, A, so viel Material hast du gar nicht, und wenn du 10 Maisschläge gezäunt hättest, musst du auch 10 Maisschläge mit Zaun kontrollieren. Und das alle 2, 3 Tage. Das ist viel Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen, das hilft, wenn man es richtig macht, aber das können die wenigsten leisten, glaube ich zumindest, oder verlieren irgendwann die Lust. Und wenn du es einmal schleifen lässt und die sind da drin, ja, dann hast du alles im Prinzip umsonst über Monate freigehalten und in der Woche ist alles hin. Und deswegen, ich bin da kein großer Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Aber ich habe noch mal eine andere Frage zum Thema Hundeschutz, weil ich weiß, dass du da auch deine ganz eigene Meinung zu hast. Was sagst du zum Thema Westen bei Hunden? Ist das im Mais für dich wichtig? Hundeschutzwesten? Ist das sinnvoll? Ist das vielleicht auch nur bei kleinen, großen, mittleren Hunden sinnvoll? Ich bin kein Hundeführer, deswegen frage ich einfach so in die Tüte. Ja, meine Hunde haben alle Westen an, Ja. auch im Mais. Und ja, also ist genauso wichtig wie auf der normalen Drückjagd auch. Ne? Okay. Nur was halt, sag ich mal, beim Mais dann ein Unterschied ist, sind die Temperaturen. Ne? Mhm. Und da, das ist auch so ein Punkt, wo der eine oder andere Veranstalter dann ja, sich vorher keine Gedanken gemacht hat oder dem das dann auf einmal nicht so in den Kram passt dann, ne, mit den Uhrzeiten. Aber gut, dieses Jahr ist es nicht so warm, aber die letzten 3 Jahre, ja, da bist du entweder morgens um 6 da am Mais oder du fängst abends irgendwann gerade so an, dass es noch alles klappt. Ne? Ja, weil du Also hast. das braucht nur 25 Grad sein und da die Hunde, das dauert 10 Minuten, da sind die, haben die Zunge raushängen bis zum Boden. Ne? Ja. Ja, das hätte ich auch noch angesprochen, dieses Thema. Da bist du doch eigentlich, also in jetzt normalen Sommern, ich sag mal, wenn das im Ende August losgeht, September, da hast du halt oft noch deine 25 Grad. Da musst du doch eigentlich schon als Hundeführer dem Jagdherrn vorgeben, um wie viel Uhr gejagt wird. Das geht doch eigentlich gar nicht anders. Also es sei denn, er sagt von sich aus, wir machen es früh morgens oder spät Ja, abends. ich meine, Ne? wer das längerfristig macht, der weiß das dann schon, aber manch einem muss es dann erst nochmal erklären. Ne? Und ja, dann, oh, da habe ich aber keine Zeit und jetzt habe ich die Schützen schon da eingeladen. Ja. Und so früh will ja auch keiner. Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal ein Sonderheft rausbringen zur Planung und Organisation einer Aber Maisjagd, ne? ich meine, es nutzt ja nichts. Wie gesagt, hier, ich habe das schon durchgemacht. Da war es noch nicht mal so warm. Ne? Und wenn du das dann mittags machst in dem Mais, ist es dann nochmal wärmer und die. Hey, das dauert ein paar Minuten und dann ist die Luft raus, ne? Und neben dem körperlichen Stress für die Hundeführer, für die Treiber und vor allen Dingen für die Hunde, bedeutet das auch einfach, das muss man knallhart sagen, da kommt nichts bei rum, ne? Also die kriegen die Sauen gar nicht auf die Läufe, weil der Druck einfach fehlt. Die Hunde sind kaputt ganz schnell. Ich meine, Ausnahmen gibt es immer, ne? Ja. Eher, wenn der Mais nicht groß ist und das ist eine Sache von der Viertelstunde, okay, aber meistens ist es ja dann doch nicht so. Und hier, da ist einfach, das geht dann,
einfach zu schnell, dass die Hunde K.O. sind, wenn es so warm ist. Ne? Setzt du denn eigentlich noch oder würdest du empfehlen, noch zusätzlich Treiber einzusetzen bei solchen Jagden? Oder ist das. Das macht sich eigentlich immer gut. Also gerade auch im Mais, wenn die Reihen dann lang gehen können. Und die Sauen merken das schon, ob da jetzt nur einer drin ist mit 7 Hunden oder ob da noch 5 andere Leute sich verteilt haben. Und also wenn man welche hat, dann wieso sollen die da rumstehen? Ne? Und was sagst du dazu? Also meistens geht man ja, wie man das so kennt, in einer Reihe durch, ne? Immer schön Linie halten. Ja, ja. Ist das wirklich sinnvoll oder ist es vielleicht sinnvoller und für die Sauen verwirrender, wenn Leute von allen Seiten kreuz und quer durch den Maisschlag durchlaufen? Dass er das Kreuz schwieriger. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ihr probiert auch keiner. Ich frage mich immer, warum. Weil, also von meinem Verständnis her ist auch so, wenn eine Sau merkt, überall ist irgendwie Druck, egal wo ich hinhöre, und ich kann es überhaupt nicht planen, weil so eine Reihe kann ich ja immer planen. Ich weiß genau, ich kann das vernehmen, wo die gerade lang gehen, die Richtung, und dann stehe ich mich da irgendwo durch und dann bin ich hinter der Reihe. So, dann ist Ruhe. Ja. Aber wenn jetzt aus allen Richtungen das irgendwie kommt, kreuz und quer, mal hier, mal da, das ist doch eigentlich für viel verwirrender. Ich weiß es nicht, das müssten wir dann mal öfter probieren und eine Statistik darüber führen. Dann aber, sag mir mal, wie das funktioniert. Ich sag mal, das vielleicht verteilt sich das zu sehr dann im Mais. Ne? Weil die Sauen wissen das schon, die wissen schon, dass sie 3 Reihen neben dir vorbeikommen und am besten auch so, dass du sie gar nicht merkst. Ne? Ja. Ja, solche Erfahrungen haben wir, glaube ich, alle schon gemacht, ob das vom Ansitz oder auf der Drückjagd. Also wie lautlos sich Sauen plötzlich entfernen können, selbst im trockensten Laub, ist schon faszinierend. Also das wünscht man sich selber, dass man so mal pirschen kann bei solchen Bedingungen. Ja. Aber Peter, ich meine, du bist ja viel als Schütze unterwegs auf Drückjachten und auch auf der einen oder anderen Maisjacht. Jetzt vielleicht nochmal aus der Sicht eines Schützen. Was sind für dich die besonderen Herausforderungen als Schütze bei einer Maisjacht dabei zu sein? Sicherheit. Ganz klar, also da kommt lange, lange erstmal nichts, weil du siehst relativ schnell, siehst du ja an so einem Schlag, dass, also gerade wenn du auf dem Boden stehst, und das ist ja leider die Regel, du siehst da einen anderen Schützen stehen, dort siehst du einen Schützen stehen, da siehst du eine Straße, da musst du noch auf die Hunde achten und es muss schnell gehen. Das ist ja immer das Problem. Wenn du am Rand stehst, du weißt, wenn jetzt was kommt, dann geht das ratzfatz, dann hast du so ein Zeitfenster von 2 Sekunden, wo du ansprechen musst, oder 3 Sekunden, wo du ansprechen musst, wo du ein Schussfenster suchen musst, wo du auf Sicherheit achten musst und das alles so in einem Einklang zu bringen und dann auch noch super zu schießen, das ist echt eine Herausforderung. Deswegen, also ich kann da nur echt für plädieren nochmal, wie wir es anfangs schon besprochen haben, mehr in der Ferne zu gucken des Schlages, wo man da vielleicht irgendwo bei einem Fernwechsel Stände platzieren kann, weil dann, das hat ja mehrere Vorteile. Sicherheit ist das eine, dass du rundum schießen kannst, ohne einen anderen Jäger zu gefährden oder einen anderen Hundeführer oder Hunde. Und das andere ist, dass die Sauen sich bis dahin auch schon wieder beruhigt haben und an Tempo verloren haben. Ne? Also das ist für mich wirklich so ein großer Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg. Das klappt natürlich nicht immer, keine Frage, aber auch am Mais klappt das nicht immer. Da kann es auch passieren, dass die Rotte relativ verschachtelt, geschlossen rausgeht. Ja, und über alle Berge, das war's dann. Riesenaufwand und keine Sau gefallen. Ne? Oder siehst du das anders, Christian? Ja, nee, ist so. Ne? Also meistens kommen sie ja dann, wenn da rundherum freies Feld ist, abgemäht, ne? Dann werden sie natürlich auch relativ schnell. Ne? Oft kommen sie dann auch nicht allein raus. Ja, und dann, ja, das macht es nicht einfacher. Ne? Ja. Und das darf man dann auch nicht vergessen, gerade, wir hatten es eben im Vorgespräch nämlich noch davon, wir haben im Moment, und du hast es ja auch letzte Nacht noch, glaube ich, erlebt beim Pirschen, wir haben im Moment noch viele Sauen, die auch noch verhältnismäßig kleine Frischlinge führen und so weiter. Die habe ich halt auch im Mais, ne? Die sind, das heißt, ich muss da sauber auch ansprechen, ich kann nicht mich nur darauf konzentrieren, die Sau zu treffen, die aus dem Mais rauskommt und Sicherheit, nee, ich muss auch noch ansprechen können. Ja. Das heißt, ich muss der Sau auch einen gewissen, ja, ein paar Meter geben, damit ich überhaupt sehe, kommt da irgendwas nach. Deswegen, also das sind schon Herausforderungen, die da sind, oder? Ja, es ist eine große Herausforderung und deswegen sollte man auch, finde ich, bei der Auswahl der Schützen schon vorsichtig sein. Ne? Also es ist nicht jeder Profischütze, es ist nicht jeder hoch erfahren und natürlich muss man auch jungen Jägern eine Chance geben, sich zu bewähren, sage ich mal, aber das ist schon. Ist schon was für Fortgeschrittene, sage ich mal, am Mais zu jagen. Du musst da auf viele, viele, viele Dinge achten und
das Risiko ist sehr, sehr groß. Ja, zumal das ja auch immer oder häufig in Feldbereichen zu Zeiten stattfindet, sage ich mal, wo auch viele Hundeführer unterwegs sind, viele Spaziergänger, Mountainbiker, irgendwelche Freizeitsuchenden. Das ist Spätsommer. Da wollen die letzten Stunden des Tages genießen und wollen noch mal ein bisschen unterwegs sein. Und das sind so Faktoren, die sind dann auch plötzlich da. Ja? Und in der Situation, wo dann gerade da die Rotte rauskommt und du eigentlich schon für dich gesagt hast, da ist mein perfektes Schussfenster, da siehst du vielleicht gar nicht den Weg, der dahinter ist, wo auf einmal ein Mountainbiker auftauchen kann oder ein Spaziergänger. Das sind alles Faktoren, die du dann plötzlich mit einbeziehen musst. Sollte man bedenken. Deswegen, also ich finde diesen Weg, du hast ihn anfangs angesprochen von Mecklenburg, dass sie es verpflichtet haben bei solchen Erntejachten bei Maisjachten, wo jetzt Hunde durchgeschickt werden, dass da eben von erhöhten Ansitzeinrichtungen geschossen wird oder nur davon geschossen werden darf, das finde ich echt sinnvoll. Also das kann ich unterschreiben und hätte ich auch nichts gegen, wenn das deutschlandweit so als Verpflichtung wäre. Ist mehr Aufwand, aber das bringt mit Sicherheit ja sehr, sehr viele Vorteile mit sich keinen einzigen Nachteil. Außer letzten die Endes ja auch, ist es ja nicht nur irgendwie, dass da mehr Sicherheit gegeben ist. Du steigerst ja auch den Jagderfolg. Ne? Also du hast einfach bessere Schusschancen. Ich will nicht wissen, wie viele Chancen vertan sind, weil einem eben kein Kugelfang gegeben war, weil die Sauen zu schnell waren, was auch immer. Das kannst du dadurch sicherlich erhöhen. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist einfach wichtig. Christian, was sind deine Erfahrungen so von den Maisjachten, was so Aufwand zu Erfolgsquote angeht? Im Vergleich zu Drückjachten. Ist es erfolgreicher, so eine Maisjacht zu machen, jetzt von der Strecke her gesehen, oder ist das deutlich besser, irgendwie eine Drückjacht zu machen? Kommt da mehr bei rum? Also Statistik habe ich da keine drüber geführt, aber wie wir eben schon gesagt haben, oder wie ich schon gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich im Mais sind oder dann im Treiben sind, die ist beim Mais fast höher wie bei einer langfristig geplanten Drückjagd. Das ist ja schon mal das Erste. Ne? Wenn sie nicht da sind, ist ja schon mal schlecht. dann hängt es von vielen Faktoren ab. Ne? Was sind da für Schützen und wie ist das Gelände drumherum und wie sind die Sauen an dem Tag gelaunt? Und Eigentlich würde ich schon sagen, dass regelmäßig Strecke gemacht wird. Ne? Ich meine, es geht ja auch bei der Maisjagd nicht primär jetzt um eine hohe Strecke oder irgendwas, sondern eigentlich um die Wildschadensverhütung. Und, wenn du sie einmal raus hast und welche geschossen hast von der Rotte, dann bist du auch schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Das muss man ja schon sagen. Dann, ne? Du meinst, die kommen erstmal nicht mehr zurück? Die Rotte sicher nicht am selben Tag noch. Ne? Ja. Jetzt haben ja eben Peter und ich gesagt, wie wir das abstellen würden, also vor allen Dingen Peter. Wie würdest du das dir als Hundeführer wünschen, dass Mais abgestellt wird? Ist es genau so, wie Peter skizziert hat? Also für mich wäre es natürlich im Prinzip einfacher, wenn die Schützen nicht alle sich lautstark um den Mais erstmal rumpostieren, ne? Damit erstmal jede Sau im ganzen Umkreis gehört hat, dass da jetzt was kommt. Ne? Mhm. Das ist aber auch auf der Drückjagd dann so. Ne? Ja. Rücken die dann schwerer? Also ich frage jetzt einfach nach. Oder warum sagst du, ist das so? Wenn die natürlich, sag ich mal, die ganze Reihe Schützen da im Wind steht, dann ist das natürlich schon mal, sag ich mal, nicht positiv. Warnsignal Nummer 1. Ja. Ne? Ja. Also der Überraschungseffekt, wenn jetzt die Schützen sich weiter weg postieren vom Mais und diese auch noch keine Witterung haben von den Schützen und dann kommt der Überraschungseffekt, du kommst mit deinen Terriern an und dann denken sie sich, oh. Also dann rücken sie deutlich leichter. Ich sag mal, die Sauen wollen ja eher Richtung nächste Deckung. Ne? Mhm. Und meistens sind ja auch dann da die meisten Schützen da postiert. Ne? Und wenn die Sauen das natürlich mitgekriegt haben im Prinzip, dann wollen sie da eigentlich nicht mehr so gern raus, aber in die andere Richtung auch nicht. Ja, tendenziell wird es nicht einfacher davon. Ne? Hast du denn irgendwie so eine Zeit, wo du sagst, so jetzt ist mal gut, also dass du sagst, so halbe Stunde, klar ist es immer temperaturabhängig und auch sicherlich von der Größe des Schlages, aber wo du sagst, Leute, wir haben jetzt eine Stunde gearbeitet, es bringt nichts mehr, wir brechen ab? Ich würde jetzt keine feste Zeit nennen oder was, das muss man immer dann sehen.
aktuell situationsbedingt. Irgendwann, wenn die Hunde wirklich fertig sind und die Sauen wollten wirklich gar nicht raus, dann denke ich auch immer hier, das macht jetzt mehr Sinn, wenn wir jetzt hier einpacken. Postieren mal zwei Leute da auf Drückjagdböcken oder auf dem nächsten Hochsitz oder was und dann alle abziehen hier und dann kommen die irgendwann schon raus. Ne? Ja. Das macht dann mehr Sinn. Vielleicht um so eine Einschätzung für dieses Jahr abzugeben. Was hast du für einen Eindruck dieses Jahr, wie viele Sauen wir haben werden im Mais? Wie viele im Mais sein? Nein, weiß also ich ja, nicht. Aber das hat ja immer damit zu tun, wie viele sind überhaupt da. Und, ja. Und wir haben uns ja eingangs darüber unterhalten. Ja. Ne? Und es sind sehr viele da. Also die ganze Zeit war es ja so, jetzt bis vor ein paar Wochen zur Ernte, sag ich mal, vor allem Trapsende, dass man gedacht hat, ja, es geht dieses Jahr eigentlich, ist nicht ganz so viel los. Aber seitdem im Feld, sag ich mal, Raps und Getreide abgemäht sind, ist auf einmal wieder Massen. Also wirklich. Ja, vor allem so eine zweite Welle, ne? Also ja. Ich habe jetzt auch mittlerweile, also ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt Mitte August? Ich habe so viel kleine Frischlinge, also wirklich kleine Frischlinge, die gerade gesetzt, gefrischt sind, die jetzt vielleicht zwei Wochen alt sind, drei Wochen alt sind, in diesem Monat schon gesehen. Das ist wirklich irre. Ne? Mhm. Und dann teilweise auch von kleinen Bachen. Hier gerade vorgestern hatte ich, glaube Markus, du hast eben angesprochen, hatte ich eine Rotte angepirscht, wo ich dachte, ja gut, da wird eine führende Bache bei sein oder zwei und vielleicht zwei, drei Überläuferchen. Ja, Pustekuchen. Es waren vier führende Bachen, die, wenn es hochkommt, 30 Kilo hatten. Ne? Und alle hatten sie ihre drei, vier kleinen Frösche dabei. Ne? Also das wird zumindest hier regional bei uns sicherlich wieder ein Rekordjahr werden. Ich denke, es wird einfacher werden so ein bisschen bei der Einzeljacht, weil die Mast einfach fehlt. Deswegen wird es in der Kehrung auch wieder einfacher. Aber ja, im Mais wird, denke ich, auch ebenso wie bei den Drückjachten ordentlich was los sein. Ja, ja. Also wir hatten jetzt alles, alle Größen da. Ne? Vom, sag ich mal, Bachen mit Frischlingen, die schon bestimmt 15 Kilo hatten bis 20 Kilo, bis jetzt auch ganz kleine, war alles dabei. Ne? Und das ist aber auch jetzt... Mein Eindruck ist, oder meine Erfahrung von der letzten Saison, durch die ganzen Corona-Auflagen, musste vieles auf einmal kurzfristig geändert werden. Und das ist dann genau wie bei der Maisjacht, dann ist das nicht eingespielt und läuft nicht so ganz rund. Und die Strecken waren oft nicht so, wie man sich das erhofft hat letzte Saison. Ja, meinst du, dass wir dieses Jahr auf den Drückjachten wieder Normalität haben werden? Oder glaubst du, dass sich das bis dahin... Kann wenn keiner ich das, sagen. Wenn ich das wüsste. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist, ja, es sind Versuche gemacht worden da, die tollsten Experimente. Ne? Da ist den Schützen in der ganzen Woche vor der Drückjagd dann jedem Einzelnen seinen Stand gezeigt worden. Und am Tag der Drückjagd sollen die dann selbstständig dahin finden. Ne? Was meinst du, was da morgens für ein Verkehr war im Wald? Und was kreuz und quer und festgefahren und keine Ahnung was. Ne? Ach, da war keine Sau mehr drin. Da war ich noch gar nicht da, ey. Na gut. Und es sind auch wirklich, ja, es sind ja auch viele Yachten einfach abgesagt worden. Ne? Ja, einfach nicht auch, nur, weil sie nicht erlaubt waren, sondern auch bei vielen, oder kleiner gemacht. Und bei vielen geht es ja auch darum, gemeinschaftlich zu jagen, gemeinschaftlich danach auch zusammenzusitzen. Und deswegen wurden auch schon deshalb ganz, ganz viele Yachten abgesagt. Ja, viele wollten die Verantwortung auch nicht übernehmen, ne? Falls was passiert, verständlicherweise. Zumal du musst ja die Verantwortung übernehmen dafür, dass es alles so gesetzeskonform abläuft, was du mitunter gar nicht kannst als Jagdleiter. Also das ist absolut verständlich, dass dann viele gesagt haben, wir machen es nicht. Ne? Nur wie es dieses Jahr ablaufen wird, also die meisten Drückjagd-Einladungen sind ja eigentlich auch schon draußen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Jagden weniger stattfinden oder genauso viel schon abgesagt wurden wie letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute natürlich wieder wollen und darauf hoffen, dass es wieder alles stattfindet. Die Frage ist, wie werden die Auflagen wieder sein? Ne? Aber ich glaube, da sind wir noch bei einem anderen Thema, was wir vielleicht nochmal separat behandeln können. Ich wollte gerade sagen, also das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen haben wir noch irgendwas vergessen, weil wir haben eine knappe Stunde zum Thema Maisjagd geredet. Das ist viel Zeug gewesen. Ja, vielleicht, viel gelernt. Vielleicht können wir ja auch nochmal die Zuhörer dazu aufrufen, falls wir was vergessen haben, was ihnen als ganz, ganz wichtig erscheint, dass die uns nochmal darauf hinweisen. Ja, schickt uns Fragen. Ja. Gerne per Mail an mich oder an den lieben Peter oder per Instagram über Privatnachrichten oder per Facebook an die DOZ-Facebook-Seite.
Wir nehmen das gerne. Auch Themenvorschläge übrigens. Falls ihr Themenvorschläge habt für den Podcast, was wünscht ihr euch? Her damit. Wir geben Gas, wir machen das. Und vielleicht als letzte Frage nochmal an unseren Gast heute. Lieber Christian, was ist dir lieber, Maisjacht oder normale Drückjacht? Jetzt von Ende August bis Ende September Maisjacht und danach Drückjacht. Das war eine taktisch sehr kluge Antwort. Richtig. Nee, ist mir eigentlich egal. Also, so, da habe ich jetzt keine Präferenz. So. Okay. Ja. Gut. Ja, dann danken wir dir vielmals, Christian, für deine Zeit, dass du so spontan da warst. Und ja, wir sehen uns sicherlich auf der einen oder anderen Yacht noch. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht können wir dich hier auch nochmal begrüßen als Gast des DJZ. Immer gern. Kanzelklatsches. Auch noch von mir vielen, vielen Dank, Christian, dass du so spontan Zeit hattest. Und an die Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid beim DJZ Kanzelklatsch. Und ja, ihr bleibt nur viel weit mal Zeit für die bevorstehenden Wochen. Und bis dahin. Macht es gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.